Hallo und herzlich willkommen zurück bei einem kleinen neuen Projekt. Damit ich die am anderen Ende des Universums hängende Person nicht spoilere, dürft ihr den Titel selber lesen. Sag Hallo an Person, die am anderen Ende des Universums hängt. Konnichiwa, warte, ich war Alexakun. Arigato. Du darfst auch Deutsch reden. Okay. Es sei dir erlaubt. Hello. My Deutsch. Name is Ryo Hayato. Oh, lass mich dich doch mobben. Hallo, guten Abend, Konichi und warte mal, Konichi und was? Morgen. Hallo, Freunde des geklickten Videospiels. Hör auf meinen Text zu klauen, nur weil du den gleichen Vornamen hast. Konbanwa! Liebe Freunde des geklickten Videospiels, hier ist Ryo Hayato bei Raffanagi 15 auf Sendung. Yay! Und wir spielen My Little Investigations. Mit dem ersten Fall True Blue Scootaloo. Start Case. Für alle, die nicht wissen, was das hier ist, das ist eine Mischung aus, ich glaube, es ist Ace Attorney 5. Wie heißt er? Mit dem Anwalt halt. Karussell Boutique, 11:08 Uhr, mitten in der Nacht. Found it! It's here somewhere. Looking, give me a break. Too dark. Can't see a thing. Oh mein Gott. Dem Voice Acting. Oh mein Gott, wer könnte das nur sein, der da, die da scheinbar einen Diamanten stehlen? Okay. What's going on? Ja, das würde ich gerne wissen. Wie viel hast du gerade gehört? Gutes Voice Acting und dem Spoilers bei. Ja, was passiert? Wir haben es eigentlich eher Skype. Twilight. It's awful, horrible, dreadful. Perhaps even the worst possible thing. Stolen joke is stolen. Was soll's? And that would be why Twilight? Do I detect skepticism? Well, ja. I shall have you know that last night I became a victim! A tragic, tragic victim! Ja, wer könnte bei deinen Ausflippern nur irgendwie skeptisch sein? Das klingt voll nach meinem Little Pony. Ja. Es ist immerhin wirklich? My Little Investigations. Merkst du was? Oh my god. Oh my god. Oh my god. And you were in the middle of it. ja, ja. English rarity. I was in the zone, Twilight. The Twilight Zone. Last night I was stolen from. Stolen from? What was stolen? They were stolen, Twilight. Both of them. Beide? Who? Wer? Was? My two jewels, True Blue and Oppo. Ja, toll, jetzt habe ich das Voice Acting geskippt. Scheiße! Ja. Schäm dich! Ich schäme mich jetzt, ja. Geh in die Ecke. A large sapphire, which she had recently acquired when jump hunting. And Opal, which is her, her cat. Ja, das wussten wir bereits. Sollten wir zumindest. Das sah aber echt eher nach einem Diamanten aus als einem großen Saphir. Was soll's? Scheiß drauf. Oh, good thing! I'm gonna go ahead and hope that she was talking about her cat there. What yep, wollen wir das mal auf. Do you have any idea who did this? Well, no. I'm afraid we haven't the slightest idea. We haven't the slightest idea. Ja, wir sprechen jetzt in der im Plural dritten Form von uns selber. Sehr schön, Rarity. Als wärst du nicht schon Ponyville doesn't really have much of a police force, you see, so we are a little under-equipped to handle something like this. Natürlich. This doesn't happen very often, you know. An investigative team from Canterlot has agreed to look into it, but I'm afraid they won't be here for a few days. Vielleicht habt ihr es mitgekriegt, aber ich werde nicht übersetzen, weil
ihr wisst, was beim letzten Mal passiert ist, als ich versucht habe zu übersetzen. Soll ich das machen? Solange ich die Sätze in etwa verstehe. Du kannst es gerne versuchen. Ich kann mal gucken. But the thieves might be long gone by then. And wait, is this the same investigative team as last time? Also was ich jetzt rausgehört habe, war, wir haben es noch nicht gehört, dann, bis wir bla 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 in die Wege, oh, ich muss leiser sprechen, bis wir in die Wege gekommen sind, sind die Diebe vielleicht schon lange weg. Und Moment mal, ist es dasselbe Untersuchungsteam wie das letzte Mal? Ja. Wow, du entweder kommt das sehr gut bei dir an oder du hast einfach nur gute Ohren. Exactly what happened last time? I can't see. Was genau ist letztes Mal passiert? Ach, verdammt, wenn ich rede, dann unterbreche ich den Ton. Ja, ja, das hast du. I can't seem to recall. Ich kann mich nicht daran erinnern. Wie nützlich für den Plot, damit Erklärungen haben, ne? The one brought in to investigate the baby that was missing and which ended up being found unharmed in the closet? Ich habe was von Baby verstanden und unverletzt im Kleiderschrank. Ja, ja. Genau. Ah, yes. I do recall that, but I'm not sure where you're going with. Ja, daran kann ich mich erinnern, aber ich weiß nicht, was du damit andeuten möchtest. The one that somehow managed to implicate Pinkie Pie in a fictional Dragon Egg smuggling ring? What the fuck? Okay, irgendwas. Ich habe irgendwas von Pinkie Pie verstanden, irgendwas wahrscheinlich von Kontrolle übernehmen und Dragon Smug verstanden. Die haben wohl Pinkie Pie in einen fiktionalen Drachenei-Schmugglerring gebracht oder so. Ich verstehe es selber nicht. Nun, war ich ja nah dran. Nah dran? Well, yes. Yes, that's the one. Ja, ja, das sind sie. Du solltest diese Gesichter sehen. Du solltest diese Gesichter sehen. Positive Twilight. They may, perform better this time. Yes, that's the ticket. Denk positiv. Dieses Mal machen wir es besser. Ja, genau. Well, there's not much for it either way, Twilight. After all, no pony in our town has any experience with this sort of thing. We'll just have to wait it out. Nun, wir haben kein anderes Pony in der Stadt hat Erfahrung damit, also werden wir einfach warten müssen. This calls for an egghead. Oh, I have so much to do at the moment. I simply can't stay around any longer. We'll get to the bottom of this as soon as that investigative team arrives, Rarity. You have my word. Nun, ich habe im Moment sehr viel zu tun und kann mich darum nicht auch noch kümmern. Wir werden uns zur Sache annehmen, sobald das Untersuchungsteam eintrifft. I'm afraid she's right, you know. We shall simply have to wait it out. Ja. Darauf werden wir bestimmt warten. If that investigative team gets their hooves on this case, who knows what ridiculous things they might come up with this time. There has to be a better way. Ach, wer weiß, was das Untersuchungsteam diesmal für Ideen hat. Es muss eine bessere Möglichkeit geben, das zu lösen. Rarity, I'm on the case. Ich übernehme den Fall. Ich glaube, das müsste ich auch nicht übersetzen. Some pony needs to get to the bottom of this, right? Well, I volunteer. I've had experience investigating crime before, after all. This voice acting. Es ist so schön. Ja, ich weiß. Moment. Ein Pony muss sich auf jeden Fall darum kümmern. Und da ich schon Erfahrung gemacht habe, übernehme ich die Sache. Mystery Train. Twilight, I'm really not sure if that's such a grand idea. Twilight, ich finde, das ist... Oder hat sie Grand Idea gesagt? Schon not sure if that such a grand idea. Achso, ich bin mir nicht sicher, ob das eine tolle Idee ist. Well, I mean, sure. That particular investigation pretty much involved completely airtight evidence that directly identified the culprits in one go. Ich verstehe manche Wörter nicht. Ja. Vom Klang her. And it also included an eyewitness who saw almost everything you could lead me exactly to the clues. But it's not like the team from Canterlot will be much better, right? Forgive me, Twilight, if you're too much text. Inspire a great deal of confidence.
It'll be fine. Don't you worry, Rarity. I'll have this case wrapped up in a jiffy. Mystery novels came through for me then, so surely they'll come through for us again. Ja, natürlich. Ich meine, wenn man ganz, ganz viele Sherlock Holmes Bücher liest, kann man ja auch jedes Verbrechen lösen, ne? Das wissen wir ja alle. Das wissen wir seit Detektiv Conan. Ich auch gerade sagen. Gib mir das, Steuerung. The boutique's looking as good as ever. I thought we'd never get it fully repaired after Cheerily literally tore its front wall away from the rest of the building. Ah, ich liebe Anspielungen auf Serien. But then along came Pinkie Pie. Then a song started. Then a chorus joined in. I don't even know where they came from. Halt, was? And then somehow, 3 minutes later, the Carousel Boutique was good as new. Was? Okay. One of these days, I really have to resume my studies of Pinkie. Ja, Ende und so. Erstmal sprechen wir mit Rarity. Letzte Nacht. Rarity, I think we should start with what happened last night. Stimme im Hintergrund? Ja, achso, sorry. Rarity, ich war schon vorher raus, weil ich teilweise die Worte gar nicht höre. Nun, Süße, was möchtest du gerne wissen? Was ist passiert und was hast du gesehen? Well, I'm afraid there isn't much to tell. I was sleeping in my bedroom, when suddenly I heard a shrill crash from downstairs. Nun, ich fürchte, ich habe nicht viel gesehen oder gehört. Ich schlief in meinem Zimmer, doch dann habe ich ein lautes Krach von dem Untergeschoss gehört. Uff, okay. Sie ist runtergekommen, um das zu untersuchen, den Krach, hat aber festgestellt, dass ihre preisgekrönten Juwelen verschwunden sind und noch irgendwas Wertvolles. Opal, ihre Katze. Ah, okay. Gut, das kann ich nicht sehen. Also nicht wissen, weil ich es nicht sehen kann. Ja. Perhaps I should ask more specifically about what was stolen. Vielleicht sollte ich genau nachfragen, was denn exakt gestohlen wurde. Was? Ach verdammt, ich hab den ersten Teil nicht mitbekommen. So sorry, Twilight. That sounded awfully suspicious. Rarity, are you hiding something? Ach Gott. Es ist dieses voll schlechte Übersetzen. Das ist so dieser Operator, der irgendwo am Telefon sitzt. Was ich auch irgendwo tue. Was wurde gestohlen? Didn't hear that. Okay. Gut, könntest du bitte beschreiben, was letzte Nacht gestohlen wurde? Of course. First there was true blue, a regular hunk of a sapphire that shone in the light like a noonday sky. Oh, whatever shall I do without the light of that jewel in my workshop? Saphir, der geleuchtet hat wie das Blau des Himmels, und sie hat, glaube ich, so ein Juwel noch nie vorher gesehen. Close enough. Second, there was Opal. My darling, darling Opal. She's been missing since last night too. Now with the jewel I can understand, but what could the thieves possibly want with Opal? It greatly troubles me to think of what might have happened to her. Sie versteht nicht, warum die Diebe Opal geklaut haben, und sie weiß nicht, was sie ihn antun könnten. Sie versteht die Diamanten und alles. Hm. Du musst. Das werden wir. Dammit. Dark. Ich komme mit dem Übersetzen nicht hin, weil ich die meisten Sachen irgendwann einfach nicht höre. Scheiße.
das war's dann wohl hier. Gehen wir mal raus und gucken uns ein bisschen um. Ja, das hatten wir schon. Ah, hier, das zerbrochene Fenster. Well, that's sure one way to get into a building. You'd think a jewel thief would be more, well, subtle than that. Nun, das ist ein Weg, in ein Gebäude zu kommen. Man würde meinen, Juwelendiebe würden ein wenig, subtil. Ich finde gleich doch was. Ruhiger. Ich gerade nicht. Ruhiger oder unauffälliger als so, ne? Könnte auch sein. Evidence haben wir noch nicht. Also gehen wir mal raus und suchen Zeugen. La 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 la. Bücher! Ah! I'm not done investigating the crime scene yet. I should look around more. Ja, bla bla. Zurück.